Well, they call him Vagabondo, but they never really do know. The heart of the man takes to the road. He wears a red bandana. The lady in Campuchia. Ja, seit gestern Morgen befinde ich mich wieder in unserem Basislager im hohen Westerwald. Nachdem ich 4 Wochen unterwegs war mit Kanu und Zeltgepäck auf den Flüssen Elbe und Havel, bin ich jetzt damit beschäftigt, wieder die Ausrüstung dieser Tour in Ordnung zu machen und die Ausrüstung der nächsten Tour zusammenzustellen, zu organisieren. Denn vor der Tour, umgekehrt. Nach der Tour ist bei mir auch immer vor der Tour, denn in 2 Wochen geht es weiter mit meiner Tochter Samira nach Schweden, Norwegen. Und dafür benötige ich wieder etliches an Ausrüstung. Am Freitag kommt Samira mir zu Hilfe. Wir werden unseren Happy Cat Hurricane, der unten am See liegt und hier an der Krombachtalsperre im Einsatz war im Frühsommer, der wird wieder gereinigt, verpackt, im kleinen, aufgelasteten Reisewohnwagen verstaut. Im PKW, im Duster, befindet sich bereits unsere Bootsausrüstung, unsere Kanuausrüstung, 2 Grabner Schlauchkajaks. Dann kommt auf den neueren Duster, Dacia Duster, wieder eine Dachbox und ein Transportkajak. Naja, wie dem auch sei, es ist wieder eine Menge zu tun. Damit beginne ich jetzt. Aktuell wunderschönes Wetter. Und jetzt kommt erstmal wieder die obligatorische morgendliche Radrunde mit Hund rund um den See. Ab Freitag ist auch wieder, außer Samira, unsere alte Hündin Fly im Westerwald, bleibt dann auch die nächsten 14 Tage wieder bei mir, da Samira in der Schule Endspurt hat. Ja, und jetzt geht's los. Und es ist wunderbar. Gleich werden wir auch in der Krombachtalsperre wieder mal in einem schönen, sauberen Wasser ein Morgenbad nehmen. Well, they call him Vagabondo, but they never really do know. The heart of the man takes to the road. He wears a red bandana. The lady Campuchia gave him to remember a night they shared. Eva, come here. Come. And he plays Carlos guitar like Django every springtime upon the low slopes. Beats with his brothers again. And they sit around the firelight and they talk
just until dawn light. When the wine is gone, he's on the road again. I wonder where you'll go when the road beneath your feet comes to an end. When you reach. Ja, seitdem hier im Hohen Westerwald die einzige Fichtenmonokultur abgestorben und abgeräumt worden ist, ist der Westerwald wieder lichtdurchflutet. Das ist auch wunderbar. Und in diesem Licht haben plötzlich Pflanzen die Chance zu wachsen, von der ich vorher gar nicht wusste, dass sie da sind. Aber sie müssen latent da gewesen sein, denn was hier jetzt alles blüht und grünt und fettgrünt an unterschiedlichsten Pflanzen, Bäumchen, Wildwuchs, finde ich total schön und klasse. Und ja, es macht mir jedes Mal wieder Spaß, jetzt nach längeren Touren zurückzukommen in meine Heimat, in meinen Hohen Westerwald mit angrenzendem Siegerland. Ja, es gehört mir auch saugut, dass der Westerwald aktuell Ende Juni so satt grün ist. In den Trockenjahren zurückliegend, da waren jetzt war dieses Grün in diesem Umfang nicht vorhanden, aber bedingt durch die zahlreichen Niederschläge, durch das viele Wasser der letzten Wochen und Monate, ist hier wirklich alles wunderbar in Schuss, wunderbar am Wachsen. Und dazu passt überhaupt nicht, dass ich gestern oder vorgestern eine Nachricht gehört habe, die veröffentlicht wurde, dass in Deutschland die Waldbrandgefahr wieder steigt. Ich frage mich, welcher Wald da gemeint ist. Der Westerwald mit Sicherheit nicht. Und da die Wälder, die ich in letzter Zeit gesehen habe, die waren alle wasserdurchflutet, aber nicht ausgetrocknet. Ja, unsere Australian Shepherds, unsere Hunde sind normalerweise konditionell total gut in Schuss, was in erster Linie auch daran liegt, dass sie nicht nur Gassi laufen, nicht nur spazieren gehen, sondern dass sie auch beinahe täglich bis zu 20 Kilometer mit uns Radfahren. Das heißt mitlaufen, mitziehen und mit Begeisterung rennen. Allerdings nach den 4 Wochen Kanufahren mit zu wenig Rennen, zu wenig Radfahren, gar nicht Radfahren, geht die Kondition eines Hundes natürlich auch zurück. Und das sieht man heute bei Ava. Sie muss jetzt erst wieder genügend Gelegenheiten haben, jeden Tag eine Strecke mit Lust und Laune zu laufen. Aktuell sitzt Ava im Hänger, im Dogtrailer. Da sitzt sie nur, wenn sie K.O. ist. Und das ist heute etwas frühzeitig der Fall. There are so many stranded travelers in the world tonight. Try to leave the darkness
just looking for some light. Bodies became weary, minds became confused. There are no maps. Ja, wir befinden uns jetzt aktuell an der Krombachtalsperre an unserem Hundebadestrand. Wir haben schon immer seit ewigen Zeiten hier zwei Gelegenheiten, zusammen mit unseren Hunden schwimmen zu gehen, außerhalb der Campingplätze. Da gibt es einen Platz, wo wir immer per Kanu hinfahren, abgelegen zwischen beiden Campingplätzen liegend. Und hier das gleiche Spiel auf der anderen Seite am Radweg. Da kommt man runter zum See und kann dort mit Hunden baden, schwimmen gehen oder auch ohne Hunde schwimmen gehen, ohne Eintritt. Gut, mittlerweile kann man auf der hessischen Seite auch ohne Eintritt schwimmen gehen. Dieser Weg hier ist gar nicht mehr sehr frequentiert, er ist schon ziemlich zugewachsen. Aber das stört mich wenig. Und jetzt gehen wir hier eine Runde schwimmen. Ich hoffe, Ava hat Bock dazu. Traveler, lift up your heart. What's in you never dies. It's a grain of the sands of river. A key to eternity's sunrise. A rainbow. A river that's sure on the other side. It's now, it's ja, bedingt durch den ungewöhnlich lange und ungewöhnlich hohen Wasserstand der Krombachtalsperre ist diese Schwimmstelle nicht mehr so wunderbar. Sie ist leicht verschlammt beim Zugang, aber scheiße Jali, da müssen wir jetzt durch. Traveler, lift up your heart. What's in you never dies. It's a grain of the sands of forever. A key to eternity's sunrise. A rainbow, a river that's sure on the other side. It's now, it's always forever. Where the traveler's soul does abide. Forget from where you came, you arrive where you belong. The floating glowing lanterns rise up in the sky. The butterfly's dance is a peek, a glance of how fast it all flies by. Traveler, lift up your heart. What's in you never dies. It's a grain of the sands of forever. Ja, es gibt im Sommer für mich und auch für meine Familie nichts Schöneres, wie in einem See, der sauber ist, gemeinsam mit unseren Hunden schwimmen gehen zu können. Und das werde ich natürlich jetzt hier an der Krombachtalsperre wieder genießen, zelebrieren und jeden Tag durchziehen, egal bei welchem. So, jetzt ziehen wir weiter und auf dem Campingplatz geht es wieder an die Arbeit. Unter anderem muss ich jetzt auch den Campingplatz selbst ein bisschen pflegen, ein bisschen Äste schneiden, ein bisschen Ränder mit der Motorsense beischneiden. Das ist nicht oft nötig, da unser sehr lieber
freundlicher Platzwart, wenn er die Wege mäht, mal kurz auch bei unserer Abwesenheit über unser Pachtgrundstück drüber mäht. Aber die Ränder sind ja so hochgewachsen, dass ich da ein bisschen auch was machen muss. Aber macht mir ja auch alles Spaß. Ja, so ein Morgenbad in frischem Wasser, im frischen, sauberen Talsperrenwasser. Das belebt natürlich meine Lebensgeister, aber auch die Lebensgeister von Ava. Unsere Hunde brauchen im Sommer immer Abkühlung, indem wir die Möglichkeit ihnen bieten, sich im Wasser ihr Fell zu wässern. Und wenn das Fell gewässert ist, ertragen sie die Wärme auch besser, die Sonnenwärme besser und haben auch wieder mehr Lust zu laufen. Und deswegen sind die Radtouren im hohen Westerwald müssen auch immer verbunden sein in den Sommermonaten mit Kontakt zu Wasser in Seen oder Bächen. Ja, was jetzt auch noch wichtig ist, wo wir langsam zur Sache gehen müssen, normalerweise haben unsere Hunde, besonders Fly und Ava, sehr abgehärtete Pfoten, aber die sind nach 4 Wochen Kanufahren etwas weich geworden. Das müssen wir jetzt langsam wieder ändern. The children of the children, of the fathers of the sons. Take a look at evolution to see how far we've come. At the frontier of a future, our souls are left behind. We stand naked in the tempest on the border of the blind. Children of the children, of the fathers of the sons. Take a look at history and what our fathers done. To this planet which was paradise, it's plundered to the bone. Seems our father was a virus, our sons are just a clone. At the frontier of a future, our souls are left behind. We stand naked in the tempest on the border of the blind. And the children of the children, of the fathers of the sons. Ask, how could we be so blind to become what we become? We strayed from our nature, sacrificed our dream, lost every trace of dignity to become part of some machine. At the frontier of a future, our souls are left behind. We stand naked in a tempest on the border of the blind. So, heute an diesem schönen, warmen Sommertag habe ich so rasentechnisch, unkrauttechnisch, mähtechnisch unser Basislager wieder auf Vordermann gebracht und dabei ganz schön geschwitzt. Und Ava und ich waren immer wieder schwimmen in der Krombachtalsperre. Und jetzt belohne ich mich mit einem fetten italienischen Eis in Triedorf. In Ostdeutschland hat mir das Eis in der Regel nicht geschmeckt. Es war irgendwie kein italienisches Eis, es war kein handgemachtes Eis, es war ein schmieriges Eis. Und hat mir nicht geschmeckt. Nichts gegen die Ossis, aber ihr Eis ist scheiße. Of the children, of the fathers of the sons. Ask on the day of judgment, we see true justice done. We strayed from our nature, sacrificed our dream.
lost every trace of dignity to become part of some machine. At the frontier of a future, our souls are left behind. We stand naked in the tempest on the border of the blind.